Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Torchlight und wir gehen direkt wieder zurück in die Mine. Und ich denke, da werden wir auch eine ganze Zeit lang drinnen verbringen. Da gibt es nämlich einiges zu tun, apropos zu tun. Genau, Hilfe für Brink, Glutstein anderer Farbe und Kampf gegen den Wakaseer. Der war auf Ebene 3 oder irgend sowas, ne? Dritte Ebene. Das ist in der Nekropole, wo auch immer die sein mag. Und Brink ist auch irgendwo. Okay, okay. Dann, ja. Treppe nach unten, bitte. Und dann geht es abwärts. Ja, der Fahrstuhl läuft noch. Da sind wir. so, schauen wir mal, wie wir hier Karte. Oh, 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 oh. Schmeißen die hier mit Gift nach mir? Na, aber... Pfui, ich werde mal das hier anmachen. Ich geh weg. Dann sollte nämlich... Warte mal. Ah, jetzt. Alles klar. So ist es richtig, dass ich das angezeigt bekomme, wo hier was ist. Ja. Sie haben eine Falle ausgelöst. Ach nein, echt? Ich habe eine Falle ausgelöst. Das ist ja... Ist ja nicht zu fassen. Ey, du... Mann! Ja, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Es geht hier ratzefatz am Anfang. Bam, 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 bam. So. Ja. Ich bin der König des Fallenauslösens. Das, man merkt es schon. So, okay. Oh, Gold, Gold, Gold. Meins, meins. Da hinten kann ich nicht lang. Okay, dann. Lotti, komm, wir müssen hier runter. Mach's weg. Geh weg. So, gehört alles mir. Oh, guck mal, wen haben wir denn da? Brink, altes Haus. Hat euch Sil geschickt. Sie hat bestimmt gedacht, ich hätte mir mal wieder zu viel zugemutet. Und sie hat recht, denn diese Monster werden immer stärker. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich verfolge den Unhold, der Sil auf der Brücke angegriffen hat. Kommt ihr mit? Na klar, mein Freund. Und auch deine Stimme kommt mir total bekannt vor. Also hier hat man auf jeden Fall keine Kosten und Mühen gescheut und richtig bekannte Stimmen genommen. Das finde ich richtig nice. Ach, guck mal. Ein Händler. Brink. Ja, geh du schon mal vor. Du kannst mit Lotti da oben ein bisschen rummachen. Rummachen? ich verkaufe mal hier schon mal so ein bisschen. Was hast du denn hier eigentlich alles? Kartenschriftrollen. Oh, da können wir extra Dungeons öffnen. Okay, dann hat er Mana-Tränke. Skelett beschwören. Wie viel Kohle habe ich denn? Reicht noch nicht. Schade. Oh, Frost. 861. Aha. Aber ich gehe davon aus, wir finden doch noch was, oder? Bevor ich jetzt hier mein Geld auf den Kopf haue. Obwohl, das würde ich ja gerne Lotti geben. Naja. Ah, komm her. Wir finden noch was, ich bin mir sicher. Brink, ja. Ja, ja, du machst das, ne? Ich treffe auch nicht, wie man hier gerade gesehen hat. Ja, man kann ja schon mal ein bisschen daneben schlagen, ne? So, die gehört mir, die ist mir. Edgy Badge. Na, was war das? Eine angefaulte Armbrust, im Ernst? Sowas lassen die hier fallen. Geh weg. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Alle um, alle um, alle weg. Hier, auch noch hinschießen, bitte. Rufus, darüber. Ja, passt. Passt, 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 passt. Meins, 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 meins. Auch meins, auch meins. Nee, was? Mein Mana ist niedrig. Alter, hast du mich erschreckt, ey. Kann man das nicht leise sagen? So wie, dein Mana ist übrigens gleich alle. Und nicht, bäm, Pop-Up-Fenster. Ich krieg einen Herzinfarkt hier. Ah, guck mal, ein Mana-Schrein. Ist ja toll. Halt, halt, halt. Das ist noch eine Blubberblase. Die müssen wir mal ummachen. Brink, wohin gehen wir denn, mein Freund? Ja, du willst da runter, oder wie? Ja, dann spring du schon mal vor. Ich gehe jedenfalls hier hinten lang. So, Handschuhe nehme ich mit. Ja, ein bisschen Gold. Rollen, ganz wichtig.
Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Oh, da steht ein dicker. Oh, warte mal, wo ist die Treppe hier? Da steht ein dicker Felsentroll. Aha. Naja. Um ist er. Da, 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 ja. So. Der Weg ist frei, Brink. Du kannst hinterher kommen. So, warte mal, da ist noch ein Fass. Das hätte ich ganz gerne noch. Waren wir hier schon? Hier ist nichts. Brink, renn mir doch nicht immer hinterher. Da war doch gar nichts. Ich wollte doch nur gucken, mein Freund. So, ja. Hau mal da rein. Alles klärchen. So, was ist hier so los? Ekelhaftes Spinnengetier. Alles klar. Ich bin zuerst bei ihm. Mein Mob. Oh, oh, oh. Wer warst du? Man weiß es nicht. Es ist schon um. So, gib mir mal den Heiltrank. Alles klar. Meins, meins, meins. So, nächste Tür. Kommen sie rein, können sie rausgucken. Ja. Oh, oh, oh. Da lebt noch einer. Das geht aber auch nicht. Ja, ja, Mana ist gleich wieder alle. Ich weiß, ich weiß. Wo ist denn das Gold? Ist das da runtergefallen? Oh, jetzt hab ich's. So, warte ab. Ja, dann werde ich erstmal so mit meinem Stab gerade ein bisschen zuschlagen. Was ist hier hinten los, Brink? Schaffst du das? Na, na, hier. Haus um. Oh, voll daneben gehauen. Alter. Ja, es ist schön. Brink, warum stehst du wie ein Depp da an der Brüstung? Jetzt mal im Ernst. Oh. Ghuldum. Aha. Hier, Brink, komm, angerannt. Meins, meins, meins. So, ich mache jetzt mal hier gerade die Fässer. Und du gehst auch weg. Da, 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 bam. Halt, 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 halt. Du, genau. Was seid ihr denn hier für welche? Flieht, wenn irgendwas. Okay. So, warte mal. Brink, wir müssen mal gerade hier hinten noch gucken. Das ist noch ein bisschen unentdeckt hier. Und hier steht irgendwas. Treppe nach unten. Aha. Bitzul, wer? Bitzulrott. Aha. Wo ist meine Maus? Ah, hier. Okay. Bitzelrot, Bitzelrot, wie auch immer. Er ist auf jeden Fall um. Mein Gott. So, hier, pack den Kram ein. So, warte mal. Hier, Treppe nach unten. Nee, ich will erstmal den Heiltrank bitte haben. Hier sind ja auch noch zwei. Wo kommt ihr denn her? So, und dann gehen wir erstmal in der anderen Richtung schauen, was uns da hinten noch so erwartet. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Ey, geh weg, du. Ekliges Viech. Also, das geht doch. Die Truhe? Achso, haben wir schon. Okay, wir haben... Alter, du bist verpackt, mein Freund. Du hast ja gerade voll rumgezuckt. So, alles meins. Sehr schön. Lalala, Truhe. Oh, die haut mich. Die Truhe haut mich. Oh, was? Du hast einen sockelbaren Gegenstand gefunden. Durch das Sockeln von Gegenständen werden deine Waffen und Rüstungen mit neuen magischen Eigenschaften ausgestattet. Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwie gegrunzt eben aus so sehen. Ey. Wenn du einen Gegenstand mit Sockeln findest, kannst du Edelsteine einfach auf den Gegenstand ablegen. Ach ja, ich bin wohl das Schweinchen, ey. Warte mal, wenn hier gerade Ruhe ist, könnten wir ja mal ein bisschen skillen. So, 1, 2, 1, 2, 3. Ich habe aber noch 5 Punkte übrig. Warte mal. Fernkampfschaden. Da mit dem Fernkampfschaden. Nahkampfschaden. 1, 2, 3. 1, 2. Dann haben wir da auch mal ein bisschen was verteilt. So, jetzt will ich hier nochmal gucken. Die genaue Kenntnis aller Rüstungstypen reduziert die Anforderungen, verbessert die Rüstungsabsorption.
Und was ist das? Meisterliche Beherrschung von Zauberstäben und Stäben sowie verringerte Anforderungen, verringerte Amulette. Schaden auf Magierwaffen. Immer aktiv. Immer aktiv finde ich sehr schön. Dann machen wir das mal so. Ja. Und dann können wir da hinten mal abwärts. Wie bin ich da hinten hingekommen? Hier da unten sind auch noch welche. Ach so, das ist eine Ebene tiefer. Ja, ja, ich komme. Ich komme, Freunde, da unten. Wartet's ab. Ich muss nur einen Weg gerade finden. Es ist nicht ganz so einfach hier. So, alles klar. Dann einmal alle rein in den Fahrstuhl. Lotti, bitte auch nicht zurückbleiben, sondern schön mit runterkommen. So, da sind wir doch. Alle da? Jawohl, alle sind da. Das ist wunderbar. So, okay. Er will hier lang, oder wie? Na gut, dann gehen wir erstmal hier gucken. Oh, ein Dicker. Ein dicker Mops, der mich haut. Aber auch nicht lange. So, da ist der dicke Mops um. Hä? Okay. Na, Brink, mach's um. Das Fass da weg. Das Fass da weg. Ich habe wenig Mana. Das ist mir doch gleich schon unsympathisch hier. Ich habe wenig Mana. Ja, ja. Toter Abenteurer. Okay. Oh, guck mal, der hat Mana. Und einen Heiltrank hat der andere. Das ist doch... Oh. Ach, guck mal, der Wakaseer. Ah, ja. Ja, Brinke, du fang ruhig schon mal an. Ich muss erst mal gucken, wie ich da überhaupt zu euch komme. Lotti? Lotti ist auch dabei. Ja. Sehr schön. Ich muss hier gar nichts machen. Die beiden machen alles alleine. Dann haben wir die Quest doch auch schon erledigt. Das ist doch wunderbar, ihr Lieben. Na, ja, Rufus, treffen wäre schön. So, hier geht's aber irgendwie noch weiter. Aber ich war in der anderen Richtung noch gar nicht. Na, mal gucken. Mal gucken, was hier so los ist. Oh, Lederstulpen nehme ich mit. Fass nehme ich auch mit. Oh, da kommt ein Skelett raus. Ja, mit dem Kram. Oh, ja, was ist denn hier los? Was ist denn hier bitte los? Ist hier ein Treffen der Rattlinge? Sag mal, Rufus, Alter, wo schießt denn du hinne? Hinne, wie der Kasselaner sagt. Man weiß es nicht. Ich habe an Erfahrung zugenommen. Wie, so gerne. An Erfahrung bin ich ja immer ganz reich hier. Bei solchen Spielen. So. Schießen wir uns mal hier so durch. Und da ist noch ein Fass. Wo geht es denn hier lang? Achso, okay. Sackgasse. Alles klar, ja. Da ist irgendwo eine Tür. Okay, wir gehen mal hier weiter. Hä? Hä? Schieß da drauf, Alter. Ja, ich sehe teilweise aber auch einfach nichts, ne? Manchmal siehst du hier nur... Oh, Belasur. Aha, ja, Belasur ist jetzt auch um. Ich kann nichts mehr tragen. Ich kann nichts mehr tragen. Warum denn nicht? Ich kann nichts mehr tragen. Ist aber kein Problem. Wir können nämlich Lotti beladen, ihr Lieben. Und, oh, warte mal. Den... kriegt mal, der wird getauscht. So, und dann werden wir der Lotti mal was rübergeben. So, hier wird erstmal alles schön identifiziert. So, jetzt wollen wir mal gucken. Das sieht gut aus. Ach so, nein. Das kommt dahin. Wie denn jetzt? Genau, so. Das kriegt Lotti. So, die angefaulte Armbrust, die will auch kein Mensch. So, was haben wir hier? Das werde ich erstmal anlegen. Erhöhte Erfahrung. Nee, dann nehme ich lieber das andere. Guck da mal. Ein schicker Stab. Die will ich nicht. Axt nehme ich wahrscheinlich eher nicht. Das will ich nicht. Streitkolben will ich auch nicht. Okay, die beiden Steine.
Oh. Oh, oh. Ach, guck mal, da haben wir was Neues. Warte mal. Der Zaubernde wirbelt 10 Sekunden lang herum und kann viel rascher angreifen und Zaubersprüche wirken. Elementarschutz. Der Zaubernde wird von erhöhten Elementarresistenzen geschützt. Okay, hebe ich mal auf. Ich hatte überlegt, das Lotti zu geben. Aber ich hätte irgendwie gerne noch so einen aktiven Zauber, irgendwas für sie. So, was haben wir denn da jetzt gefunden? Warte. Streitkolben. Nee, kann weg. Kann auch weg. So, okay. Lotti hat jetzt alles im Inventar, was ich nicht haben will. Und dann, ihr Lieben, werden wir Lotti... Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Genau. In die Stadt schicken. Die wird da jetzt unseren Kram verkaufen. Ist das nicht cool? Das ist ein richtig geiles Gimmick, finde ich. Total nützlich einfach nur. Weil man ja hier dauernd voll ist mit dem ganzen Kram. Ja, und dann können wir unser Hundi einfach mal so ein bisschen losschicken. Das finde ich richtig nice. So. Ja, ja, ja. Nimm das hier mal. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Seht ihr mal. Lotti war sehr fleißig. So, okay. Ja, ich weiß gar nicht so recht, wo ich jetzt hin soll. Das ist ja hier... mal wieder total verwinkelt. Irgendwie. Ist ja überall was. So, was ist hier los? Ja, den hätte ich gern gehabt. Bleibst du? Hammermoor. Aha. Komm mal hier rüber, Rufus. Ich habe das Gefühl, du triffst nicht, wenn du hinter dem Felsen stehst. Oh, guck da mal. Da haben wir ein Fischloch. Wir können auch angeln. Das werden wir auch direkt tun. Aber das dauert ein bisschen, wie bei jedem Spiel, ne? Ist euch klar, ne? Weil Angeln die größte, spannendste Geschichte in allen möglichen Spielen ist. Egal ob WoW oder Stardew Valley oder Torchlight oder keine Ahnung, wo man noch so angeln kann. Angeln ist immer total spannend. Und ich habe einen Fisch gefangen. Geheimnisvolle Stiefel. Oh, ich habe gar keinen Fisch gefangen. Ich habe Stiefel gefangen? Oh, ne. Nicht. Uhu. Warte mal. Attribut Verteidigung. Rüstung. Resistenz. Resistenz. Übermittelt 1% 20 Sekunden lang für dich zu kämpfen. Erfordert Stärke 15. Warte mal. Was sagt denn meine Stärke? Stärke 8. Ja klar, ich bin ja auch Magier. Nee, deswegen werde ich die Stiefel... Nee, deswegen werde ich jetzt nicht alle Punkte da drauf hauen. Wir haben übrigens auch noch 5. 1, 2, 1, 2, 3. So machen wir das. Stiefel hin oder her. Da einen drauf, da einen drauf. So, dann will ich aber nochmal angeln. Vielleicht finden wir noch was Cooles. Und dann werde ich auch gleich erstmal, glaube ich, die Folge beenden, nicht wahr? Wenn wir hier erfolgreich noch irgendwas Cooles rausgeholt haben. Wahlweise auch gerne einen Fisch natürlich. Jawohl. Was haben wir denn? Der Start ist an. Schon wieder nicht identifizierte Stiefel. Okay, ich habe aber gleich keine Rollen mehr, wenn das hier so weitergeht, ne? Oh, Stärke 13, Alter. Da haben wir auch noch einen Ring. Nur noch eine Rolle. Okay, aber einmal würde ich noch. Ich hätte gerne noch einen Fisch, bitte. Also einen richtigen Fisch. Ich freue mich ja über die Stiefel, aber... Oh, einen Schmutzfisch. Na also, es geht doch. Es geht doch. So, den haben wir nämlich jetzt hier hinten. Verwandlung in Goblin-Schoßhund für 120 Sekunden. Rechtsklicken, um den Fisch an den Begleiter zu verfüttern. Genau, den können wir nämlich Lotti geben. Das will ich euch gerade noch mal zeigen. Ja, Lotti, ne? Ja, und damit würde ich sagen, ich beende die Folge, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.